Genickt. Ich habe geträumt, dass Dramato meine Träume fressen wollte. Was ist das? Wo kommt diese TM her? Das ist mir unheimlich. Hier, du kannst sie haben. TM 42, das ist Traumfresser. Damit können wir ein schlafendes Pokémon KP abziehen. Habe ich früher mit Alpollo kombiniert und Hypnose und Traumfresser benutzt, aber dann musste ich feststellen, dass dass Alpollo Traumfresser von alleine lernt. Und da habe ich mir gedacht, fail. Gut, dann laufen wir wieder nach Norden. Zack, zack, Zerschneider. Weg mit dem Busch. Gut, dann können wir hier noch den Zerschneider verwenden. Ganz einfach, zack. In der Soul Silver und Test Gold wird der Mondberg, der Diktatunnel darauf verwendet, hierher zu kommen auch. Gut, wir brauchen hier noch, hier ist noch was, wofür wir den Zerschneider brauchen. Zack. Jetzt kommen wir nämlich hier in dieses Gebäude rein. Unser besonderer Stolz sind zwei Fossilien von äußerst seltenen prähistorischen Pokémon. Du hast hinter den Tresen nichts zu suchen. Naja, egal. Weißt du, was Bernstein ist? Nein. Bernstein ist versteinertes Baumharz. Echt informativ. Und was ist, wenn ja? Es soll ein Labor geben, wenn man versucht, aus dem alten Bernstein Urze-Pokémon wieder aufzustehen zu lassen. Ja, okay. Psst, ich glaube, in diesem Stück Bernstein ist ein Pokémon-DNA enthalten. Es wäre grandios, wenn man daraus ein Pokémon wieder aufstehen könnte. Doch meine Kollegen nehmen mich nicht ernst. Könntest du etwas für mich erledigen? Lass das im Pokémon-Labor untersuchen. Rot hält ein Bernstein. Gut, aus dem Bernstein, da kriegen wir Aerodactyl raus. Er ist ein Pokémon. Gut, genug von... Scheiße, heim aus der Pokémon gleich. Die sind ein bisschen angeschlagen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit, du Arsch. Komm jederzeit wieder vorbei. Halt's Maul! Oh, jetzt. Ja, ganz ruhig, Kevin. Erstmal durchatmen. Okay. Dick da. Mach den Busch platt. So. Na, ich wollte Pikachu gerade ansprechen, aber gut. Dick da, dick da, dick da. Da ist ein Dick. Auf Englisch heißt Dick da, grabe hier. Dick da. Ich denke gerade über nach, ob ich mir die Zeit nehme und das Schillock, dass wir das Schillock auf Level 25 trainieren. Hier in der Diktahöhle. Wäre eigentlich ideal. Und ich habe Volltexte mit Langeweile. So, tschüss, Dick da. Nee, das machen wir nicht, komm. Dick da.
Aquaknarre. Hurra! Naja. Positiv denken. Unser Schlauch kriegt jede Menge EP. Bei den ganzen Angriffen von Diktas. Eieieiei. Oh, 22. Und nochmal Aquaknight. Es gibt jede Menge KP, wenn es das killst. Shillock. Und weiter geht's. Hier ist der Ausgang. Ja, das wäre ein Highlight noch. Kurz vorm Ende den Pokémon-Angriff. Gut, jetzt haben wir die VM5. Unser Stigi ist entwickelt. Was steht jetzt auf dem Programm? Genau. Wir müssen jetzt in den Felstunnel. Sichern. Ja, sichern. Also gehen wir wieder zurück nach Azuria City. Da 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 Schauen wir gleich nach unserem Smetbo, wie viel Level es hat. Und was ist es? Ein Ratsfratz, ein Taubsi. Oh, Pummelluft. Aquaknarre, ja, ich stür. One Hit hat ja eh nur Level 5. Hallöchen, Mr. Smetbo hat sich toll entwickelt. Es ist um 4 Level gestiegen. Das habe ich gut gemacht, bevor dem. Nein, behalt's. Okay, dann rennen wir wieder zurück nach Azuria City. Aber bevor wir in den Felstunnel gehen, müssen wir noch etwas erledigen. Nämlich. Da, wir müssen unser Radkupor abholen. Wir haben ja das Radkupor und das können wir jetzt austauschen gegen ein Rad. Oh, das ist ein Radkupor. Das gehört dir. Ein Fahrrad. Yay. Dann fahren wir mal ein bisschen Fahrrad. Ich muss mal erstmal das Fahrrad an die Spitze setzen. Vorausgesetzt, ich finde die Select-Taste. Scheiße, gespeedet. Scheiße, wo ist Select bei mir? Ah, hier, okay. Nein! Nein! Ah! Oh! Was für ein Geraffel. Okay, Fahrrad ist jetzt an der Spitze. Gehen wir jetzt in den Pokémarkt. Wir haben dann noch Items, die wir nicht verwenden werden. Die verkaufen wir auch dann. Puh.
Okay. Was wir auf jeden Fall verkaufen, sind die Nuggets. Oder das Nugget. Das ist nämlich nur dafür da, damit man es verkauft. X-Spezial brauchen wir nicht. Hyperdrang brauchen wir. KB Plus müssen wir einsetzen. Okay. Das war's eigentlich. Nehmen wir jetzt das KP Plus. Und geben es Pikachu. Pikachu hat am wenigsten KP. Bis auf Shillock, aber Shillock hat ein niedriges Level. Das gleicht sich dann wieder aus. Und ich speichere immer automatisch, wenn ich was gemacht habe. Oh Mann. Okay, machen wir kurz Aufnahmepause. Bis gleich. Hier bin ich wieder. Denn jetzt gehen wir in den Felstunnel. Diktat, zerschneid mal diesen Busch hier. Fahren wir mal gleich Fahrrad. Haben wir ja noch gar nicht gemacht. Rutschsteig aufs Fahrrad. Fahrradfahren. Ich tu Fahrradfahren, yeah. Ich tu Fahrrad fahren. Ah, ich mag die Musik. Und diesen Busch hauen wir jetzt weg. Du trägst Pokémon mit dir. Lass uns kämpfen. Jetzt kommt die Stelle, die ich gar nicht mag von dem Spiel. Der Felstunnel. Ich hasse den Felstunnel schon immer. Das ist für mich eine Hölle, da durchzukommen. Aber wenn ich da immer durchgegangen bin, war es für mich eine Erleichterung. Und dann habe ich den Pokémon-Turm von Lavandia gesehen. Und dann war ich immer glücklich. Denn dann kam kurz nach Lavandia, also wenn man durch den Felstunnel ist, wird es schön. Da kommt der beste Part des Spiels. Da hat man nämlich sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Okay. Myrapla ist tot. Gut, Text war recht Level 28. Glut. Gut, benutzen wir Glut. Nein! Ich hasse dich. Scheiß Kilofenser. Zack. Mach einen One-Hit-Kill. Erscheint das Gift nicht. Super. Nicht nachmachen ab der vierten Generation. Da kriegst du nämlich Schaden, wenn das vergiftet ist. Natürlich überlebst es. Ah, du brennst. Sieh es als Vergeltung an, weil meins jetzt vergiftet ist. Gleich seht ihr die Auswirkungen des Giftes außerhalb des Kampfes. Du hast gewonnen! Jetzt flackert der Bildschirm immer. Und immer wenn es flackert, verliert Glutexo 1 KP. Endlich kommt jemand! Mir war schon richtig langweilig. Dann geh woanders hin, anstatt hier rumzustehen. Idiot. Ich stehe hier schon seit 5 Wochen und warte darauf, dass jemand vorbeikommt. Ja, Volltreffer und hat sogar nicht so viel abgezogen, wie ich mir dachte. Ah, Fußkick müsste mehr abziehen, weil... Na, doch nicht. Yeah, Shillock hat einen 20er besiegt, das nichts benachteiligt durch einen Typ ist. Herzlichen Glückwunsch, Shillock. Jetzt hast du Level 19 dadurch. Das kriegst du auch noch klein. Ah, ging daneben, haben wir ein Glück. So, das müsste tot sein. Oryx ist sehr schwach gegen Wasser.
Das war etwa, das etwa schon alles? Oh, ich habe kein einsatzbereites Pokémon mehr. Unser Glutexo muss leiden. Du hast keine Chance gegen mein Käfer-Pokémon. Schon wieder so ein Käfersammler. Ich glaube, das ist der letzte, den wir in diesem Spiel sehen. Der letzte Käfersammler im Spiel. Raupi Level 20. Das hätte vielleicht schon längst ein Smetbo sein können. Das ist dir schon klar, ne? Setzen wir unser vergiftetes Glutexo gegen dieses Raupi ein. Eine Frechheit, da noch Raupis herzusetzen, ey. Das ist eine Beleidigung. Das nächste, was er hat, ist ein Blutzug. Das ist ein anderes Käfer-Pokémon. Also, ja. Ja, gut, Horny und dann kommt Blutzug. Sag mal so. Diese Käfer sind ein Witz. Seht ihr das, wie wir die fertig machen? Blutzug. Also das stärkste Käfer-Pokémon im Spiel ist Omod. Alle anderen sind zum Wegschmeißen. Meine Käfer-Pokémon! Ey, meine Käfer-Pokémon. Ah, da ist noch ein Trainer. In der blauen und roten ist er, schätzt, glaube ich, keiner, oder? Naja, hier gibt es ein Pokécenter. Da können wir auch gleich unsere Pokémon heilen. Willkommen im Pokémon-Center. Unos, dos, tres, cuatro, super. Kann kein Spanisch. Ich hatte auch nie Spanisch, ich bin Hauptschüler. Nein, ich speichere nicht wieder automatisch. Sondern so speichert man. Nun schalten wir erstmal die Träne aus, bevor wir in den Felstunnel gehen, weil... Später habe ich dann wahrscheinlich keine Lust mehr gegen die zu kämpfen, deswegen mache ich das Übel jetzt. Jetzt kommt das ganze Übel auf mich zu, müsst ihr euch so vorstellen. Deswegen kann es auch sein, dass ich jetzt ein bisschen gelangweilt herrede oder dass ich ein bisschen frustriert bin oder so. Weil jetzt kommt echt die Stelle, die mag ich gar nicht. Finde ich aber auch gut gemacht eigentlich. Weil wenn man aus dem Felstunnel draußen ist, dann habe ich so ein erleichtertes Gefühl, also Erleichterungsgefühl. Also wenn ich aus dem Felstunnel draußen bin, dann bin ich wieder glücklich und happy und so. Aber jetzt kommt noch steht noch das ganze Übel vor mir. Müsst ihr euch so vorstellen. Hey Zaltag, wir kriegen ein paar Münzen. So, jetzt kriegt man noch Münzen wegen Zaltag. Wie wär's mit einem Kampf? Einfach zu killen, Ackerknarre. Gut, dass hier Wanderer sind. Die können wir mit unserem Schild auch leicht ownen. Natürlich, noch ein Onix. Muss ja noch dazugehören, ne? Scheiß Rocco-Faker. Einfacher Kampf. Ich werde einmal der weltbeste Pokémon-Trainer. Okay, dann zeig mir deinen Pokémon, dann kann ich es beurteilen, ob du das Zeug dafür zu hast. Sandern wird zu Sandama. Ja, okay, kann man im Team haben.
Was? Habe ich da gerade richtig gelesen? Habe ich echt gerade Geofissur gelesen? Alter! Nee. Konnte es echt Geofissur? Ja, scheiße, leck mich doch am Arsch. Geofissur ist eine Attacke, die killt jedes Pokémon mit einem Schlag. Ist aber sehr ungenau. Scheiße, ey. Geofissur kann dieses ändern. Ich glaub's nicht. Ui, Bibo. Weiterentwicklung von Kakuna. Verbrennen wir diese Biene. Alter, leck mich am Arsch. Das konnte Geofissur. krass. Mit Level 21, wie geil. Okay, jetzt noch ein Bibo, also ja. Also das hatte ich echt noch nie erlebt, dass das Geofissur kann es sein. Unglaublich, ey. Ich schwöre, ich staune jetzt immer noch. Was? Das war nichts als reine Zeitverschwendung. Nein, die Erfahrung wirst du deines Lebens behalten, dass du ein Versager bist mit deinen zwei B-Boss. Ein Nidoran. Hätte jetzt schon ein Nidorino sein können. Oder ein Nidoking, wenn du einen Mondstein gefunden hättest. Naja. Holen wir uns erstmal den Aether, den es hier versteckt gibt. Alles klar. Haben wir Teleport schon? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, haben wir schon. Hier ist Teleport. Also das Item, was wir hier gefunden haben, das war Teleport. Nutzlos. Können wir eigentlich verkaufen. Hier ist, obwohl das war der. Ne, den haben wir noch nicht, genau. Ich gehe durch den Felstunnel nach Lavandier. Vier hat er, okay. Zack. Ey, Dick da. Kennen wir ja. Und Blubber, weil wir uns das P sparen wollen. Okay, Rettern. Na komm, Pikachu, wir haben lange nicht mehr gekämpft. Deswegen holen wir jetzt Pikachu raus. Vergift es bloß nicht. Ah! Na, vertippt. Ich dachte, es wäre Ruckzuckhieb, Mensch. Toll. Hier ist Ruckzuckhieb. Oh man. Sondern können wir mit Pikachu nicht bekämpfen. Deswegen kommt jetzt dieser Knosp. Wobei ich Shindock hätte mal aufwenden können. Naja. Und weh, du kannst Geofissur. Mit dir habe ich mich übernommen, ja. Na, Pikachu, wie geht's denn dir? Das kommt, weil Pikachu vergiftet ist.
Du hast keine Chance, du kleiner Rabauke. Hey, hey, wandere, wandere, wandere. Oh, ich muss mich mal strecken, warte jetzt mal kurz. Oh, oh, ich bin ein bisschen müde. Ach, wie schön, mein Kleinstein. Na los, hetz mir deine Kleinsteins auf. Schillock wird sie alle one-hitten. Mach alles nicht schön. Oh Mann. Ich mag keine Machaulos. Geowurf. Naja, wenn wir einen Glurak haben, das fliegen kann, wird sich's ändern. Okay, machen wir kurz Aufnahmepause. Bis dann. Okay, weiter geht's. Nehme ich überhaupt auf? Ich glaube schon, oder? Ja. Moment, ich muss mal kurz die Hypercam wegmachen. Jetzt. Ein Kleinstein. Ein EP-Geschenk für Schillock. Was ist passiert? Du hast verloren. Leide, Pikachu. Leide. Muahaha. Du hast sehr viel Talent. Viel Glück auf deinem weiteren Weg. Was? Haben wir gegen die Schurken gekämpft, oder? Nee, gegen die haben wir doch gar nicht gekämpft. Hä? Das ist doch eine Trainerin. Eigentlich sollten wir die gegen die kämpfen können. Und gegen den auch. Oder haben wir gegen die Show? Ohne dass ich es weiß. Naja, okay. Wer ruft denn da jetzt an? Moment, ich mache mal kurz Pause. Okay, hier bin ich wieder. Das war mein Onkel, der Thilo. Der angerufen hat. Okay, ja gut, ich glaube, wir haben alle Trainer. Soweit. Oh, Pikachu ist tot. Ah! Gut, jetzt brauchen wir ein Pokémon, das Blitz kann, weil ich will Pikachu nicht verwenden. Weil Blitz können wir nicht verlernen. Bei freien Attacken können wir nicht verlernen. Das ist halt so. Jetzt brauchen wir ein Pokémon, das Blitz kann. Und da bieten sich hier Voltoballs an. Hier fange ich immer Voltoballs. Aber ich weiß nicht, ob es in der gelben anders geregelt wurde. Hoffen wir, dass es hier Voltoballs gibt. Oder Magnetilo geht natürlich auch. Also gut, fangen wir uns das Magnetilo. Glutexo ist dafür perfekt geeignet, weil Glutexo kann Geowurf. Sag, und Geowurf wird den nicht ownen, weil Magnetilo hundertprozentig mehr als 30 KP hat. Sag ich doch. Okay, jede andere Attacke wird einen One-Hitten, deswegen schmeiß jetzt einen Ball. Haben wir einen Ball? Jawohl. Ja? 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 Yeah! Magnetilo wurde gefangen! Magnetilo schwebt auf elektronisch-magnetischen Wellen durch die Luft und trotz auf der Schwerkraft. Bringen wir erstmal das Magnetilo Blitzball. Magnetilo lernt Blitz. Okay, heilen wir erstmal Pikachu und legen erst einmal die VM1.